Hi, wir tauschen heute Pferde. Das bedeutet, ich reite Annes Pony, die Tiffy. Die Anne ist auch immer mein Pony, die Kira geritten. Das Video verlinken wir euch. Viel Spaß! Hier sieht man, wie die Johanna aufsteigt und dann geht's auch schon los. Allgemein kann ich ja schon mal sagen, dass es mir eher schwer gefallen ist, die Tiffy zu reiten, weil sie so lang ist und ich bin kurze Pferde gewöhnt und dann lange Pferde vor den Schenkel zu kriegen, fällt mir sehr schwer. Hier sieht man jetzt aber schon, dass der Schritt langsam besser wird. Man muss aber auch sagen, dass die Tiffy ganz anders auf Sachen reagiert als die Kira. Also ich bin ja davor die Kira geritten, das sieht man auch in dem unten verlinkten Video. Und die Kira bietet einem immer richtig viel Verschiedenes an, wenn man es nicht richtig macht. Dann versucht sie etwas anderes aus. Und die Tiffy macht es halt nur, wenn man es wirklich richtig macht. Und sonst reagiert sie halt meistens gar nicht, sondern läuft einfach stumpf geradeaus weiter. Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, dann zu reiten als bei der Kira. Ja, und das ist für jemanden mit einer so geringen Frustrationstoleranz wie mir sehr schwierig, weil ich dann sehr schnell aufgebe und denke, ich kann das nicht. Und da muss man halt dranbleiben und weiter versuchen, es richtig zu machen, auch wenn man keine Reaktion bekommt, was für mich sehr schwer war. Und generell hat mich das dann auch dazu verleitet, sehr aufwendig zu werden. Deswegen treibe ich häufig so aufwendig und schiebe so ein bisschen in der Hüfte und versuche halt sozusagen das, was ich an Bewegung und Rückmeldung von der Tiffy nicht bekomme, selber ins Pferd zu bringen, was jetzt nicht der richtige Ansatz ist. Das sieht man hier auch am Leichttraben. Das ist halt viel zu aufwendig. Genau, und das ist ja an sich genau die falsche Art, damit umzugehen, wenn man die Bewegung übermäßig unterstützt und das Pferd damit blockiert. Aber im Laufe vom Reiten ist es dann auch bei der Johanna besser geworden. Nur am Anfang hatte sie ein bisschen Probleme, sich da reinzufinden. Ich habe auch, als ich mir das jetzt im Nachhinein nochmal angeschaut habe, gemerkt, dass es gar nicht so schlimm ist, wie ich dachte. Und dass ich halt immer schnell ich dann so reinsteige und eben so frustriert werde. Und ich müsste dann einfach da viel mehr drüber stehen und sagen, okay, jetzt gerade ist doch zum Beispiel richtig gut, also auch jetzt finde ich gerade eine angemessene Anlehnung und so weiter und so fort, dann muss ich mich auch einfach mal mit ein bisschen weniger zufrieden geben und eben einfach nicht so schnell aufgeben, sondern mal dranbleiben. Und natürlich, jetzt sieht man auch, jetzt ist es wieder ein bisschen schlechter geworden, aber das ist ja auch vollkommen okay, also keine Ahnung, das ist nicht mein eigenes Pferd und ich reise die nicht so oft und selbst wenn es mein eigenes Pferd wäre, man kann ja nicht erwarten, dass immer alles klappt. Man muss auch der Fairness halber sagen, dass ich versucht habe, der Johanna immer so kleine Korrekturen zu geben, was ihren Sitz angeht. Und wir waren beide so ein bisschen überfordert damit, weil die Johanna sich immer gefühlt hat, als hätte sie das schon getan. Und ich habe gedacht, ich habe es ja schon gesagt, warum macht die Johanna das nicht? Und dann mussten wir beide nicht so ganz, wie wir damit umgehen sollen. Und als wir jetzt im Nachhinein darüber gesprochen haben, wurde es viel klarer. Generell hat die Tiffy mir auch Fehler aufgezeigt, die die Kira mir nicht so übel nimmt, wie zum Beispiel auf der offenen Zirkelseite mit dem inneren Zügel stecken zu bleiben. Das habt ihr eben gesehen, habe ich einmal sehr deutlich vorgegeben und plötzlich ist sie mir auch nicht mehr nach außen weggedriftet, was natürlich auch total Sinn macht, weil wenn ich da innen total blockiere, wie soll sie das dann machen? Das ist auch immer cool, wenn man da mal ein anderes Pferd reitet, weil man sich selbst halt schon so mit Kompromissen geeinigt hat mit seinem Pferd. Hier sieht man es auch nochmal, hier gebe ich jetzt ein bisschen moderater als eben nach, aber eben immer noch. Galopp ist eh bei mir so eine Sache. Also ich bin nicht die beste Galoppreiterin und auch beim Angaloppieren habe ich auch mit meinem eigenen Pferd schon lange gebraucht. Und bei der Tiffy habe ich eben, wie sich das durchs ganze Reiten gezogen hat, einfach nicht so richtig den Spot gefunden. Deswegen ist das Angaloppieren und hier auch der erste Galopp so schleppend und zäh. Aber da habe ich einigermaßen Nerven bewahrt, einfach nochmal probiert. Immer noch nicht gut, aber immerhin schon mal ein bisschen besser. Ja, die Tiffy ist auch ein bisschen schwierig im Galopp rund zu bekommen, weil man sie an ganz vielen Stellen da blockieren kann und man muss sich sehr zusammenreißen, um sie nicht zu blockieren, sondern sie eben im Gegenteil zu unterstützen. Aber hier sieht man jetzt, dass wir uns schon mal ein bisschen zusammenfummeln, dass es ein bisschen besser wird. Zwischendurch habe ich noch mal ein paar Volten mit reingenommen, einfach um sie wieder ein bisschen rund, also gebogen zu bekommen, weil ich dann gemerkt habe im Galopp, dass sie mir dann wieder sehr gerade geworden ist. Genau, die Tiffy streckt sich nämlich zwar immer schön an den Zügel ran, aber einfach nur ganz gerade. Und man muss die Tiffy richtig viel rund bekommen und gebogen in beide Richtungen, damit sie da beweglich bleibt. Generell habe ich zwar immer noch meine Schwierigkeiten, die Anlehnung zu finden, aber da muss ich dann einfach drüber stehen, weiter reiten. Genau, immerhin ist jetzt der Fleiß auf jeden Fall schon mal besser geworden. Und das hat auch zur Folge, dass die Johanna viel besser abwenden kann, weil es der Tiffy natürlich viel leichter fällt, wenn sie in ihrem geeigneten Tempo geht, als wenn sie da so langsam rumdümpelt. Ja, und ich bin halt auch schon wieder ein bisschen unaufwendiger auf dem Pferd. Also man sieht es auch schon, das Angaloppieren ist zwar immer noch vergleichsweise aufwendig, aber wenn man das mit dem ersten Angaloppieren vergleicht, dann halt schon viel besser. Das
deswegen galoppiert die Tiffy halt auch an und geht nicht erst dran. Ja, und man sieht zwar immer noch, dass ich mit meiner Koordination, mit meinem Körper halt einfach so ein bisschen hinterherhänge, aber es ist schon deutlich besser geworden. Und nach dem Galopp habe ich jetzt auch gut sein lassen, habe sie gelobt, auch wenn ich sie ganz furchtbar habe durchparieren lassen. Das habe ich auch gerade gedacht. Dann dachte ich so, ja, vorbei für heute, ne? Ganz schlechte Angewohnheit, immer schön zu Ende reiten. Ja, und hier ist die Johanna nochmal leicht getrabt. Als ich das bei der Kira gemacht habe, habe ich mich ein bisschen so gefühlt, als hätte ich so einen Wabbel unter mir, aber die Tiffy geht einfach ganz klar am Langzügel ihren Weg. Das ist ganz cool anzusehen. Ich bin jetzt fertig mit Reiten und mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, könnt ihr uns ja einen Daumen nach oben geben und unseren Kanal abonnieren. Bis dann, Antenne! Wer bis hier geschaut hat, kriegt jetzt zur Belohnung super süße Vögel zu sehen, die vor und auf unsere Kamera gehüpft sind. Um uns zuzuschauen, hehe. Oh, süße Vögel. Oh, Cuties!